Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Together Minecraft. Ja, ihr habt richtig gehört, wir spielen wieder zusammen. Und zwar, der Server wurde mittlerweile überarbeitet. Ich gehe mal hier drauf. Ganz unter dem Motto, tu doch was du willst. Nur stör dabei nicht die anderen. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, wer auf dem Server drauf ist. Ja, der Randall, der am Freitag ist drauf. An der Stelle herzliche Grüße an die beiden. Jo, mal ganz kurz erklärt. Also der alte Server ist im Prinzip komplett platt gemacht worden und wurde neu aufgesetzt. Und diesmal mit erweiterten Serverregeln. Also wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen, es kann jeder grundsätzlich bauen, was er will. Also auch, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Verwendung auch von TNT und so weiter erlaubt ist. Und hey, X-Ketchup ist mit dazugekommen. Hallöchen. Ja, was wollte ich sagen? Ja, dass man im Prinzip absolute Narrenfreiheit besitzt. Oh, jetzt haben wir hier Sonnenuntergang. Das ist natürlich gar nicht so geil, weil ich eigentlich noch ein bisschen die Gegend zeigen wollte. Aber egal. Ja, ich bin am Anfang vom Spawnpunkt halt ein bisschen weggelaufen, weil ich wollte mir selber ein bisschen Platz suchen, in dem ich interagieren kann. Gefunden habe ich dann im Endeffekt, nachdem ich mich 5-6 Mal verlaufen habe, das Tier. Also diese Felsformation und habe mir gedacht, okay, hier kannst du zumindest was aufbauen. Hier kannst du gegebenenfalls auch nochmal eine Mauer hochziehen, um rechts und links nochmal alles dicht zu machen. Ja, da schauen wir mal ganz kurz hoch. Es ist wirklich nicht viel passiert. Also ich habe mich gerade mal so ein bisschen warm geklickert auf dem Server hier und das war es auch schon. Wie gesagt, ich habe mich hier durch die Felsformation nach oben gearbeitet. Um mir hier oben zumindest schon mal so ein, naja, sagen wir mal, so eine erste Basis zu bauen. Ja, das denke ich mal, das habe ich relativ erfolgreich gemacht. Ich habe kann das Gelände wunderbar übersehen. Und mittlerweile, und da danke ich ganz recht herzlichen Christian, der ein bisschen Fremdenführer gespielt hat und mir geholfen hat, auch wieder zurückzufinden. Es geht nämlich, warte mal, wenn hier Sonnenuntergang ist, ist da drüben, ach na gut, das ist Minecraft-Feld, das muss ja nicht alles Norden, Süden, Osten sein. Auf jeden Fall hier in diese Richtung können wir zurück Richtung Spawnpunkt. Das ist ein relativ weiter Fußmarsch. Also wenn ich mich dazu entscheiden sollte, euch nachher noch ein paar Sachen zu zeigen, die anderen in der Zeit schon gebastelt haben, dann werde ich da wahrscheinlich nicht drüber laufen. Ich möchte zwar so wenig wie möglich die Warp-Funktion nutzen, aber wenn es wirklich darum geht, den Leuten ein bisschen was zu zeigen, dann werden wir das auf einem etwas schnelleren Wege machen. So, Back 2 ist auch bei dem Spiel hinzugekommen. Ist jetzt gerade so die Zeit, wo du als Anfang? Ja, 17 Uhr. Für die kleinen Kinder nochmal so kurz vorm Schlafen gehen. Moin, Back 2, moin. Ja, also wie gesagt, das war oben war im Prinzip nicht meine Wetterstation, sondern halt mein erstes, na, ich nenne es mal Hauptquartier, mein Basiscamp. Ja, ansonsten hat sich hier nichts weiter getan. Ich hab mir ein paar Schafe rangeholt und die auch schon mal ein bisschen gezüchtet. Das ist schon mal passiert, aber ist nicht wirklich nennenswert. Und ein Schwein habe ich hier schon mal reingeschubst. Mir fehlen nämlich Karotten. Ich habe keine Karotten, das Schwein habe ich so reingeschubst. Da muss ich mal gucken, ob ich eventuell nachher auf dem Markt, da gehen wir dann mal zusammen hin, dort was finde. So, dann hier unten soll früher oder später mal was entstehen, was ich jetzt noch nicht verraten möchte. Es ist auf jeden Fall mit Buddelarbeit verbunden, wie man es eventuell sieht. Es ist ein doch relativ tiefes Loch geworden. Es soll aber im Prinzip kein Loch bleiben. Also es hat schon tieferen Sinn, warum ich das auch unter einem Berg baue und so weiter. Das ist ein Projekt, das werde ich auch außerhalb der Let's Plays weitermachen. Also ich werde da jetzt nicht während dieser Aufnahmen darunter gehen und 40 Minuten mich nur durch Stein hacken. Wie unglaublich langweilig das ist, das hat man gesehen, als man eine Singleplayer-Folge gesehen hat, wo ich mich versucht habe, aus einem Tunnel rauszugraben. Da war 20 Minuten im Prinzip nur dunkel. Und ich sag mal so, darauf können wir gerne verzichten. Ja. Ansonsten, was gibt's hier hinten noch? Warum habe ich mich hier entschieden? Erstens, weil ich die Schnauze voll hatte, weiterzulaufen. Das war so maßgeblich. Und weil halt, ja, wie soll ich sagen, weil hier hinten die ganze... Ach nee, ich habe ja ein Goldschwert geschenkt bekommen. Komm schon, geh drauf. Ach, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. So, erstmal ein Steak essen. Wie im wahren Leben. Steak lindert Blutungen. So. Also warum habe ich mich hierfür entschieden? Ja, weil es halt eine relativ schöne Umgebung ist. Also wir sind hoch genug, um halt auch Schneebälle zu ernten. Das ist schon mal eine feine Geschichte. Aber wir haben hier auch einige topografische Besonderheiten. Das heißt, wir haben hier Schluchten mit Wasser. Wir haben nicht ganz so weit weg ist auch ein, zwei Lava-Spots. Und generell die Felsformation hier ist halt kein flaches Land. Es gefällt mir halt alles ziemlich gut. Darum habe ich mich auch entschieden, meine erste Wohnung in die Felsen reinzuschlagen. So. Jetzt mal ganz kurz den Chat hier nachvollziehen. Ich dachte, ihr seid alles Fans. Fans? Ja. Das lassen wir einfach mal so unkommentiert stehen. Jo, was machen wir als nächstes? Also ich würde sagen, solange es dunkel ist, können wir uns auch noch so ein bisschen das angucken, was die anderen da gebastelt haben. Und da warben wir uns doch glatt mal hin, würde ich sagen. Also als erstes zu unserem Ausgangspunkt, zu dem Markt. Wie ging denn das? / Enter Warp. Markt, ich rate einfach mal. Es muss nicht stimmen. Doch, es stimmt. So, hier ist im Prinzip, also da oben ist der Startpunkt gewesen. Also man hat dann im Prinzip mitten im Felsen angefangen. Und hier unten ist jetzt der übliche Spawnpunkt für den Rest. Jo, ja, hier haben wir den Markt. Apropos, Karotten. Karotten, das wär's doch. Bubenhausen-Shop. Aha. Shop von Exmew, Freitag und Sontras und Ketchup. Und den noch. So viele. So, Ankauf. Linksklick. Aha, was kaufen sie denn so an? Gold. Leder. Ketchup? Was? Ach so, da unten. Gravel, Coal. Von mir aus. So, ich und Ketchup haben den, was? Haben eben den Enderdrachen besiegt. Der Esel nennt sich immer zuerst. Das ist richtig. Toll. Naja, gut. Das ist ja hier mein Urlaub und da hatte ich ja sowieso keine Lust, Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob ich richtig laufe. Kleinen Moment. Ich glaube, es war hier hinten in die Richtung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war so. Also hier hätte ich sowieso nicht vorgehabt, nach dem Enderdrachen zu suchen, beziehungsweise den zu töten. Das interessiert mich jetzt wirklich hier reichlich wenig. Also hier geht es wieder drum, ähnlich wie beim letzten Vertreter dieses Formats, einfach mein Crafterstab. Tja, das passiert halt. No one lives forever. Wollten einfach da beim letzten... Ich muss mal schon ein bisschen aufpassen. Also ähnlich wie halt beim letzten Format, der dritte Anlauf, da wird's. Ist es so, dass man hauptsächlich dafür sorgt, dass seine eigene Unterkunft gut aussieht. Da ist beim letzten Mal erstaunlicherweise irgendwie die Luft rausgegangen, obwohl ich nicht genau wusste, weshalb. So, und hier ist es jetzt so, dass wir diesmal nicht mehr die Funktion haben, dass wir alle unendlich viel Material zur Verfügung haben. Also hier ist es dann schon wieder ein bisschen differenzierter. So, ich überlege gerade. Es könnte natürlich gut sein, dass ich mich jetzt schon wieder verlaufen habe. Ich konnte nur raten, wo das Gebäude von Randadine ist. Aber ich scheine mich gut verlaufen zu haben. Naja, immerhin. Vielleicht setze ich einfach mal einen Aussichtspunkt hier hin. Vielleicht sehe ich ja da was. Also, habe mich einfach nur verlaufen. So. Leuchtet irgendwas? Es leuchtet nichts. So gar nicht. Okay. Schon wieder verlaufen. Mann. Ich habe auch ein eigenartiges Talent. Na ja, gut. Dann probieren wir es einfach nochmal. Hey, warum nicht?
Also, nochmal. Warp. Markt. Früher oder später. Früher oder später. Aber ich könnte schwören, wir sind hier so die richtige... Entschuldigung. Hier so die Richtung gelaufen. Weil normalerweise bauen die Leute doch alle hier irgendwo so ein bisschen in der Nähe. Oder war das hier durch? Ich glaube, das war hier durch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ja, da hinten haben wir es. Ja, alles klar. So, also hier hinten, das, was ich zeigen wollte, da hinten bauen der Randadime und der Slidinger. Und zwar ein mittlerweile sehr, 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 sehr großes Objekt. Oh, ich merke gerade, ich muss mir mal ein bisschen Nase putzen. Kleinen Moment. Das kriegen wir aber durchkommentiert. Ah, so. Und zwar, wie man da hinten schon sieht, so ein bisschen, da ist eine große Stadtmauer schon. Moment, jetzt mal bitte weghören. Ah. So, Entschuldigung. Aber da bin ich schon wieder. Mit ein bisschen Glück vergesse ich das nicht rauszuschneiden. Was ist denn das für eine Minute gewesen? Ungefähr 10. So, Tüdelü. Ja, Stadtmauer. Jetzt ist aber die Frage, wie kann man da auf einem vernünftigen Wege rein? Ich glaube, da gab es keine Tür. Also das ist auch nicht das Einzige von der Stadtmauer. Auch hier hat man sich versucht, die topografischen Gegebenheiten so ein bisschen zu eigen zu machen. Und wie man halt sieht, wie gesagt, die Mauer immer entlang... Ich war das nicht. Also die Mauer immer entlang der Gebirgs... Gebirgs... Oh, Entschuldigung. Ich merke übrigens gerade. So. entlang der Gebirgspässe. So ist richtig. So, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Ach, da wäre eine Leiter gewesen. Gut, das hätte man wissen müssen. So. Und jetzt denkt man hier, hier ist jetzt alles nicht ausgebaut, aber denkst du, da hinten geht's nämlich weiter. Wie gesagt, das Gebirge, also ähnlich so, wie ich es auch vorhab, ich muss mal was essen, auf meinem Seniorenlandsitz dort hinten, wo sich alles auch ziemlich langsam entwickelt, so ähnlich soll es auch werden. Natürlich nicht ganz in dieser Größenordnung zugegeben, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen too much. So, ich hüpfe mal hier runter. Kann nur nicht ahnen, inwiefern das safe ist. Doch, das ist safe. So. Wir haben ja trainierte Beine. So viel, wie wir hier schon gelaufen sind, müssen wir ja trainierte Beine haben. Da können wir auch schon von weiter oben runterspringen. So. Und hier, guck mal. Sehr schön. So viel Mühe gemacht. Das ist ja auch nicht der normale Bruchstein, wenn mich nicht alles irrt. Das ist ja irgendwas mit diesem Bruchstein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man 16 Bruchsteine übereinander setzt oder so ist das. Ich habe aber da nicht wirklich eine Ahnung. So, jetzt schauen wir dem Kollegen mal zu hier. Immer nach unten. Der würde doch gar nicht sieben, wenn man ihn von hinten erdrosseln würde. Was hat er denn hier vor? Gestaltungstechnische Maßnahmen, würde ich sagen. Ja, macht er doch eigentlich sehr, sehr gut. Hätte ich ein Stadion, würde ich sagen, komm rüber, verleg Rasen auch bei mir. Was ist jetzt? Schlaganfall? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Machst du sehr schön. Mensch. Nicht umsonst wurde er auch der Hausmeister des Servers genannt. Und dagegen kann er sich praktisch nicht wehren. Ich meine, der verlegt sogar hier Rasen. Wie näher am Hausmeisterberuf kann man denn noch dran sein? Gut. Also wie gesagt, riesengroßes Gelände und guck mal, das scheint da hinten der offizielle Eingang zu werden.
Das check ich mal eben.